Moin, der Barry hier. Willkommen zurück. Heute habe ich einen kleinen Guide für euch, und zwar für die Sturmgewehre, wie man da die Goldtarnung freischalten kann und wie man noch an die anderen Sturmgewehre kommt, falls man die noch nicht hat. Wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Ihr geht dafür hier oben auf Waffen, dann auf die Ausrüstung, sucht euch eine Klasse aus, dann habt ihr zum Beispiel schon ein Sturmgewehr ausgewählt, dann geht ihr auf Waffenschmied, dann haben wir oben einmal ändern und hier die Tarnung. Hier ist das jetzt so, dass wir vier Base-Tarnungen haben, die wir uns erst erspielen müssen per Level, bevor wir die Aufgaben machen können. Hier könnt ihr das jetzt einmal als Beispiel sehen. Und zwar, damit wir die Aufgaben sehen können für die Tarnung, müssen wir die Aufgaben erst freischalten. Und das machen wir, indem wir die Waffe hochleveln. Und das ist eigentlich bei jeder Waffe gleich, also auch bei den Sturmgewehren. Und zwar die erste Tarnung schalten wir mit Level 2 frei, also die Aufgabe, damit wir die dann machen können. Bei der nächsten mit Level 8. Bei der dritten, zum Beispiel hier steht es noch dabei, müssen wir die Waffe auf Level 13 leveln, damit wir die Aufgabe sehen können, was wir dafür machen müssen. Und bei der vierten Aufgabe Stufe 19. Also insgesamt gibt es immer fünf Aufgaben, die wir erledigen müssen, damit wir die Goldtarnung erhalten. Die Aufgaben sind immer unterschiedlich, also bei jeder Waffe gibt es andere, bis auf die erste, die ist immer gleich, da müssen wir einfach nur Abschüsse machen. Die 50 Abschüsse bekommt man eigentlich relativ schnell, allein wenn man die Waffe schon hochlevelt, macht man die Aufgabe nebenbei mit. Für die zweite Tarnung der M4 müssen wir 50 ZV-Abschüsse machen. Also das heißt, wir müssen immer ins Visier reingehen und dann 50 Abschüsse damit machen. Das passiert eigentlich auch automatisch, also während des Levelns kriegt man die relativ schnell voll. Für die dritte Tarnung müssen wir 10 Doppelabschüsse mit der M4 machen. Ein Doppelabschuss sind zwei schnelle Kills hintereinander, also man muss einen Kill machen und dann innerhalb von 2 bis 3 Sekunden circa den zweiten Kill. Wenn ihr das Ganze schafft, bekommt ihr auch eigentlich immer die Meldung Doppelabschuss. Und wenn ihr die Meldung dann bekommt, wird euch auch ein Punkt angerechnet. Für die vierte Tarnung müssen wir 15 Abschüsse von hinten machen. Die sind ein bisschen tricky. Die können sich ein bisschen ziehen, da das nicht immer ganz so einfach ist. Ich habe die in Invasionsmodus gemacht. Da die Karte ziemlich groß ist und da immer viele Spieler an einem vorbeilaufen, hat man die eigentlich relativ schnell zusammen. Ihr könnt natürlich auch ganz normal Schnellsuche spielen. Da kann man die Aufgabe auch schaffen. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr hinterm Gegner steht, also nicht seitlich oder er darf euch nicht so anschauen. Der muss mit dem Rücken zu euch stehen, damit das Ganze angerechnet wird. Falls ihr mit der Aufgabe Probleme habt und das nicht ganz so einfach schafft, spielt ein bisschen ruhiger. Stellt euch am besten in irgendeiner Ecke und wartet, bis ein Spieler an euch vorbeiläuft. Das passiert eigentlich relativ häufig. Ist zwar nicht so eine schöne Methode, aber man möchte ja die Aufgabe schaffen. Sobald ihr dann alle vier Tarnungen für eine Waffe freigeschaltet habt, kriegen wir jetzt die fünfte Aufgabe. Das ist dann die Goldtarnung. Die müssen wir dann auch erledigen, damit wir an die Goldtarnung anlegen können. Aktuell ist es so, dass wenn man mit der Maus zum Beispiel da drauf geht oder mit dem Controller, dass man die Aufgaben nicht sehen kann. Das Ganze kann man umgehen, indem ihr hier auf diese zweite Tarnung zum Beispiel geht und dann auf der Tastatur D drückt, dass der rüberspringt und jetzt können wir die Aufgabe sehen. Mit dem Controller könnt ihr eure Pfeiltaste drücken. Und dann sehen wir jetzt für die M4 hier die Aufgabe. Und zwar müssen wir 10 mal 3 Abschüsse machen, ohne zu sterben. Das ist auch eine Aufgabe, die kann ein bisschen dauern, aber an sich ist die nicht schwer. Hier wieder dasselbe Spielchen. Ihr könnt da ganz normal die Invasion für spielen oder die Schnellsuche. Bei der Invasion gibt es da die Bots. Da ist es noch wichtig zu wissen, dass die nicht zählen. Da zählen nur die ganz normalen Spieler. Also ihr kriegt die Tarnung bzw. die Aufgaben nur anerkannt, wenn ihr Spieler abschießt und nicht die Bots. Falls ihr mit der Aufgabe auch wieder Probleme haben solltet, spielt wieder ein bisschen ruhiger, wenn ihr zum Beispiel schon 2 Kills habt. Wartet einfach, bis ein Gegner kommt, damit ihr den dritten Kill safe bekommt und rennt nicht einfach irgendwo rein. Ihr könnt von den Dreifachabschüssen so viele wie möglich in einer Runde machen. Im allerbesten Fall könnt ihr die ganze Aufgabe in einer Runde erledigen oder halt mehrere Runden dafür brauchen. Für die restlichen Sturmgewehre dasselbe Spielchen. Hier habe ich jetzt noch die Castoff 762 für euch. Bei der ersten Aufgabe müssen wir auch 50 Abschüsse machen. Die zweite Aufgabe ist zum Beispiel eine andere als bei der M4. Und zwar müssen wir hier 20 Abschüsse mit aufgestützter Waffe machen. Das sind Mounted Kills, die kennt ihr wahrscheinlich auch. Das heißt, ihr müsst eure Waffe irgendwo aufstützen. Das könnt ihr an einer Ecke machen, auf einer Mauer. Oder ihr nehmt die mobile Deckung mit, die könnt ihr auch dafür benutzen. Stützt dann einfach eure Waffe auf und wartet, bis Gegner kommen und die könnt ihr dann abschießen. Und davon brauchen wir 20 Stück. Und für die dritte Aufgabe müssen wir zum Beispiel erst wieder Stufe 14 erreichen, damit wir die Tarnung freischalten können. Hier kommt zum Beispiel noch eine Aufgabe mit, dass wir einen Schalldämpfer drauf machen müssen. Damit müssen wir dann auch wieder Kills machen. Also auch relativ einfach. Und für die vierte Tarnung müssen wir Stufe 20 erreichen, damit wir die freischalten können.
Jetzt kommen wir noch zum Freischalten der Gewehre. Und zwar gibt es Waffen, die wir mit Level freischalten können oder indem wir erst eine andere Waffe spielen. Hier bei der STB ist das so, dass wir Level 41 erreichen müssen. Euer Level könnt ihr immer hier umsehen. Ich zum Beispiel müsste noch ein paar Level machen, damit ich die dann freischalte und hochleveln kann. Und dann haben wir noch Waffen wie zum Beispiel die Lachmann, die wir freischalten können, indem wir eine andere Waffe erst spielen müssen. Die Aufgaben könnt ihr immer hier oben sehen. Zum Beispiel, damit wir die Lachmann 556 spielen können, müssen wir erst die Lachmann 762 auf Stufe 13 bringen. Ihr klickt dann hier zum Beispiel einmal drauf, dann öffnet sich diese Übersicht hier und hier können wir das jetzt auch schon sehen. Hier haben wir einmal die Lachmann 762, das ist ein Kampfgewehr. Das heißt, wir müssen erst auf die Kampfgewehre gehen, die Lachmann 762 ausrüsten und die auf Stufe 13 spielen, damit wir dann das Sturmgewehr Lachmann 556 spielen können. Ja, und bei den restlichen Waffen hier ist das genauso, zum Beispiel bei der M16. Seht ihr hier oben wieder, was ihr dafür machen müsst, klickt wieder hier drauf. Dann seht ihr zum Beispiel hier, dass wir die M4 erst spielen müssen, damit wir die 556 Icarus freispielen können. Die müssen wir dann spielen auf Stufe 13, damit wir die M16 entsperren. Und die Icarus zum Beispiel ist ein leichtes MG, also hier könnt ihr das immer alles nachschauen. Ja, das wäre es dann jetzt erstmal soweit. Ich hoffe, ich konnte euch das alles verständlich erklären. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwas unklar war, schreibt mir es gerne in die Kommentare. Wenn euch das ganze Video auch gefallen hat und ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein! With the